So, Tag 7, 8, weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall der letzte Tag der Ostdeutschland-Tour wahrscheinlich. Wenn jetzt nicht noch irgendwas dazwischen kommt. Heute werde ich die letzte Etappe des Grünen Bandes fahren bis zur tschechischen Grenze. Ja, und damit ist die Tour im Prinzip beendet. Ich muss nur jetzt erstmal zur Gemeindeverwaltung. Shit. Von Fladungen zum Rathaus von Fladungen, um meinen Campingplatz zu bezahlen. Wahrscheinlich muss ich da erstmal noch eine Stunde warten, weil die noch gar nicht offen haben. Es ist nämlich erst um 7. Und der nette Herr gestern hatte mir gesagt, dass die erst gegen 8 offen haben. Deswegen werde ich wahrscheinlich noch mal eine Stunde beim Bäcker zubringen. Mir wahrscheinlich noch mal einen Kaffee oder irgendwas genehmigen. Ich habe nämlich äußerst schlecht geschlafen. Vielleicht nur 5 Stunden. Es war arschkalt, es war total klamm, weil ich in 20 Meter Nähe zu einem Bach meinen Zeltplatz hatte. Oh, das war nicht schön. Ja, die haben offen. Gut, dann suchen wir uns mal einen Platz zum Parken. Stellen wir uns doch einfach hier hin. So, auf zum Bäcker.
Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Das ist eine schöne Gegend hier. So, folgt mal wieder dem Grenzweg. Ein paar Kilometer lang. Scheiße.
Eigentlich wäre es besser, wieder da drüben auf die Straße zu fahren. Ich habe mich ja etwas verkalkuliert. Straße der deutschen Einheit, habe ich ja gerade gelesen, das Ganze genannt. Schauen wir mal, was wir hier erleben können. Das ist Grenzstein. Mal an, wo die Saale entspringt. Ach dort, das Ding ist es. So fängt's an. Okay, fast im fränkische Saale. Nicht schlecht. Kommt einfach mitten aus dem Berg und fängt an, Richtung Meer zu fließen. So, also ich stehe jetzt hier gerade auf dem Bayerturm. Habe hier einen Euro Eintritt bezahlt unten. Aber so richtig vertrauenserweckend ist das nicht hier. Man kann auch relativ gut durch diese Bullen hier durchgucken. Wie man sieht, ist das schon ganz schön hoch hier. Eieiei.
Naja, wenn es ein 66 gebaut, das Ding hier. Aber einen schönen Rundumblick hat man hier. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum man den hierher gebaut hat. Um die ganze Grenze im Blick behalten zu können. Das hier drüben ist Thüringer Wald. Und das ist die bayerische Seite hier. Oh ja, schön, schön. Hier ist absolut nichts. Also, ein paar verstreute Ortschaften, ein paar einzelne Gehöfte, wie das da drüben. Ein paar Ferienhäuser, Sommerhäuser. Ansonsten bin ich hier seit Kilometern irgendwie nur noch in der Wildnis unterwegs, auf solchen Straßen. Okay, da ist ein Grund. Sonneberg komme, dann würde ich dort Mittag machen. Das ist ja schließlich auch schon wieder um 11. Also ich dort ist bestimmt noch eine Stunde rum. Ja, und für dort sind es immer noch 150 Kilometer. Also ich habe jetzt gerade mal 100 Kilometer oder so geschafft in der ganzen Zeit seit um 8. Das sind 3 Stunden jetzt. Wie komme ich nicht so richtig voran heute? Wir haben es jetzt 12 Uhr. Ich habe jetzt kurz eine Mittagspause gemacht in Sonneberg. Ehrlich gesagt, den Ort finde ich ziemlich komisch. Sieht doch recht ansprechend aus, aber irgendwie. Ich verstehe die Leute hier auch nicht. Es kann daran liegen, dass sie entweder so heftigen Dialekt sprechen, was ich nicht glaube, oder sie halt eine ganz andere Sprache sprechen. Weil 50% der Leute, die ich jetzt gerade in der Innenstadt gesehen habe, nicht von hier kommen. Ist sowieso bemerkenswert, was Sonneberg für ein großes Arbeitsamt hat. Also irgendwie scheint das hier ein bisschen ein Problem zu sein, an Arbeit zu kommen. So, an was ich jetzt aber kommen muss, ist unbedingt Sprit. Und dann werde ich einen kleinen Schlenker wahrscheinlich auslassen von der eigentlichen Grenzstrecke, weil das einfach zu viel des Umwegs ist, was man dafür fahren müsste. Also es geht südlich vorbei. Und dann nochmal nördlich von der eigentlichen Linie, die ich dann fahren könnte. Da hätte ich schon mal bestimmt gut 40-50 Kilometer gespart. Und ich habe ja noch 160 Kilometer bis zur tschechischen Grenze, immer noch. Und von dort aus sind es nochmal gut 200 bis nach Hause. Ja, oder 150. Auf jeden Fall noch genug Wegstrecke zu überbrücken heute.
So, 14 Kilometer. Die Raststätte Frankenwald habe ich jetzt schon hinter mir gelassen. Es geht ja, geradeaus. Und es sind ungefähr noch 30 Kilometer bis zur tschechischen Grenze. Und ich denke mal, so spätestens 15 Uhr stehe ich dort dann. Und damit ist die Ostdeutschland-Rundfahrt eigentlich abgeschlossen. Ich muss noch bis nach Leipzig zurückfahren. Aber alles in allem muss ich sagen, hat sich echt gelohnt, nochmal loszufahren. Also die zwei Tage waren echt richtig schöne Strecken. Sowohl Offroad als auch Onroad. Ich habe so einige Urlaubsziele entdeckt, die ich sonst normalerweise wahrscheinlich nicht angesteuert hätte. Zum Beispiel das Rhöntal, super schön dort. Oder auch eher der Bayerische Wald. Das ist jetzt das letzte Stück. Fränkischer Wald. Das war schon cool. Hier ist wieder Grenzzaun. Graben und Feld. Boah, cool, ein Panzer. Da fahren wir noch mal hin. Oh, dicke Nummer. Schaut, deswegen wird es nicht noch mal hier halt gemacht. Ich muss ja nicht jedes Museum mehr anschauen. Ich würde lieber gern noch von Hale in Leipzig ankommen. Muss zwei Länder extra hinten sein. So, ich muss da biegen. Sieht aus wie da lang. Steht was von Dreiländereck. Dreiländereck. Ha! Jakobsweg, Vogtland, Fußmannsreuth, Dreiländereck. Das war's jetzt. Tü, tü, tü.
Das sieht so aus, als wäre das hier hinten drin im Wald. Ja, werden wir mal kurz hinlaufen. So, weiter geht's nach Bad Elster. Wir scheppern noch mal über die deutsch-deutsche Grenze. Halt 2 Kilometer geht's nach rechts. Kilometer gibt es. Ich wollte schon den ganzen Tag wie ein Schnitzel auf dem Eis. Ein ordentliches. Im Fruchtland. Ist das da, wo das Bier herkommt? Ach nee, das ist Oettinger. Und das kommt, glaube ich, aus Bayern. Das ultra günstige Oettinger für 44 Cent die Flasche. Dann ist aber noch weniger. Wir haben ja auch so ein Gebräu bei uns in Leipzig. Nennt sich Sternburg. Da kann man eigentlich bloß das Export trinken. Der Rest schmeckt irgendwie nicht. Merke dir Sternburg-Bier. Nur kurz vor Bad Elster. Da fährt meine Oma immer in Urlaub hin. Und sie behauptet steif und fest, ich wäre auch schon mal mit hier gewesen, aber ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern. Ich kann mich an die vielen, vielen Urlaube, die wir zusammen in den Alpen verbracht haben, erinnern. Aber dass ich in Bad Elster gewesen wäre, eher nicht. Deswegen fahre ich da jetzt einfach mal hin und schau da mal, ob ich irgendwas erkenne. Vielleicht hat sie ja doch recht. Ich habe es einfach vergessen. Da unser Österreich-Urlaub, der jetzt eigentlich hätte stattfinden sollen, sowieso ins Wasser gefallen ist. Aufgrund dieser ganzen Corona-Misere hat meine Oma auch entschieden, nochmal nach Bad Elster zu fahren. Aber sie ist jetzt schon wieder zurück. Und ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass das hier relativ nah dran ist im Vogtland. Ich dachte, das wäre irgendwo in Bayern. Boah, da habe ich das gestern auf der Karte gesehen und dachte mir, Mensch, das könntest du dir eigentlich mal anschauen. Ist irgendwie so ein typischer Kurort. Geradeaus. Über einen Grenzübergang würde ich eigentlich nicht. Ich würde eigentlich nur ein Eis essen. Ich muss ganz ehrlich sagen, so richtig klingelt da nichts bei mir. Ah ja, doch, das kommt mir bekannt vor hier. Kirche? Ja, doch, ich erinnere mich. Hier war ich definitiv schon mal. Speisen, Baguettes, nee, ich will keine Baguette, ich will Eis. Italiener brauche ich, aber keinen, der mir Pizza macht, sondern Eis. Flucht noch eins. Nö, du, das sieht nicht so aus, als ob es hier irgendwo Eis gibt. Verfluchte Tat.
Naja, dann fahre ich halt weiter bis zum nächsten Dorf und guck da nochmal. Ich hab's geschafft, endlich 2 Kugeln Eis zu organisieren. In Falken. Ah, Gott. Wie hieß der Ort hier? Falkenstein? Auf jeden Fall müsste ich relativ lange fahren für 2 Kugeln Eis. Aber jetzt geht's weiter. Es geht jetzt endlich Richtung Heimat. Von hier kommt übrigens die KTM. Ursprünglich, die habe ich dort oben gekauft. Die stand in der Garage rum. Vom Marvin aus Ellefeld. Da bin ich extra hergefahren, hab sie mir angeschaut. Im Zug. Nachdem meine BMW geklaut wurde, bin ich ja dann nicht mehr mobil gewesen, dann musste ich mit Zucker herfahren. Die ganzen Klamotten und so weiter. Hab die Probe gefahren. In Ellefeld. Und bin dann mit meiner Schwester zusammen wieder hierher gefahren. Hab einen Anhänger gemietet, einen Motorradanhänger, und dann haben wir sie abgeholt. Dann sind wir nach Hause gefahren damit. Ja, und seitdem fährt sie selbstständig angemeldet. Herrgottstadt. Halt gemacht. Seit es doch schon relativ spät ist. Und ich irgendwie das Gefühl hatte, ich brauche jetzt unbedingt ein Käsebrötchen. Ich habe jetzt schon bei 3 Bäckereien angehalten, versucht noch ein Käsebrötchen nach dem Eis zu organisieren. Keine Bäckerei hatte mehr offen. Ja, und dann kam der Landwirtstand eigentlich gerade recht. Wobei das auch ganz schön viel war, ey. Das war ein riesiger Laden. So, gerade durch Greiz durchgekommen. Ich habe hier eine Baustelle nach der anderen. Für mich völlig unverständlich, wie man als Stadtplaner oder Mitarbeiter im Straßenverkehrsamt auf die Idee kommen kann, sämtliche Straßen im Landkreis zu sperren. Also, mal ganz ehrlich, wie hoch muss man sein? Also von Reichenbach bis nach Greiz ständig nur irgendwelche gesperrten Straßen, wo du halt kaum eine Chance hast, es sei denn, du fährst halt wirklich durch die Baustelle durch. Dann. Doch, cool. Oh, so langsam weiß ich nicht mehr, wie ich sitzen soll. Also am Dreiländereck habe ich noch gedacht, naja, der Rest, das wird ein Spaziergang. Aber mittlerweile ist auch schon wieder über 500 Kilometer auf irgendwelchen Landstraßen. So langsam ist das Sitzfleisch alle. Schnell gesperrt. Große Klasse. Ah, das ist doch nicht wahr. Das ist halt die wievielte? 10. Umleitung? 20. Ich weiß es nicht. Also endlich in Schmölln, ab jetzt geht's ohne Navi weiter. Ab hier kenne ich genug. Genug alternative Strecken und so.
mal schön zurück in die Heimat zu kommen, wo man einfach drauf losfahren kann und man weiß ungefähr, wo man rauskommt. Nicht ständig mit Navi hinterherfahren muss. Anscheinend wird hier gebaut. Ja, eine Ortsumgehung. Da schauen meine Tante und mein Onkel demnächst genau auf die Umgehungsstraße oder was auch immer das wird. So, die letzten 40 Kilometer. Von Altenburg nach Leipzig. Ich habe eben noch vorbei noch bei meiner Oma vorbeigeschaut. Ich habe erfahren, dass sie auch so einen tollen Urlaub hatte und auch ziemlich viele Regen abbekommen hat, genauso wie ich am Tag 5. Ja, aber sie hat halt dummerweise nicht abbrechen und das von anders hopfeln können, sondern musste halt schauen, was es da noch so zu tun gibt in Oberwiesenthal. Ja, alles in allem bin ich ganz zufrieden mit der Fahrt. Die Hauptsache ist, das Motorrad hat durchgehalten. Und ja, ich habe viele Sachen gesehen. Ah, verdammt. Campingplätze waren eigentlich durch die Bank weg gut. Keine Erkältung gehabt, kein Corona bekommen, kein Durchfall. Wunderbar. Das ist eigentlich die Hauptsache. So, aber gewissermaßen war das nur der Testlauf für die große Polenrundfahrt. Oder das heißt Polenrundfahrt. Wir werden nicht bloß nach Zakopane fahren. Dafür sind 3 Tage eingeplant, zu je etwa 300 Kilometern. Allerdings dann ohne Zelt, weil wenn wir zu zweit fahren, das wird einfach zu viel Gepäck, was wir dann dabei haben. Ich überlege, ob ich noch Koffer hole dann für die Fahrt. Weil Taschen sind halt doch nicht unbedingt die leistungsstärksten Gepäcksysteme. Taschen sind zwar schon ganz schön, aber halt nur ausreichend, wenn man wirklich alleine unterwegs ist. Deswegen werde ich wohl die 200 Euro nochmal in die Hand nehmen und ein Koffersystem holen. Da hinten die Gepäckrolle auf jeden Fall noch drauf. Vorne der Tankrucksack wird noch ziemlich viel wegschleppen. Dann überlege ich, ob ich noch mal so ein vorderes Taschensystem baue, was halt nur hier sich aufhält, dass man da irgendwie noch kleine Sachen mitnehmen kann. Muss ich mal schauen, wie ich das zeitlich hinkriege. Ja, aber wenn man die ganze Campingausrüstung und die ganze Küche schon wegstreicht, das bleibt da noch. Also das sind halt wirklich bloß Klamotten und Fotoausrüstung. Das ist jetzt nicht so viel. Dann sollte selbst mit einer 96er das wirklich sein, zu zweit nach Polen zu fahren. Ja, also ich bin sehr gespannt, was das für eine Reise wird. Bin auch schon sehr gespannt auf Polen. Ich habe jetzt mal so einen Vorgeschmack bekommen, so 40 Kilometer, wie das so ist. Aber das wird sicherlich noch einige Überraschungen geben, wenn wir dann 300 Kilometer bis nach Zakopane auf polnischen Grund und Boden zurücklegen. Das wird spannend, glaube ich. Ja. Die ausprobieren können, was die Reisefähigkeit mit dem Motorrad angeht. Ich habe die ja bis jetzt nur nach Dänemark mitgenommen.
Und da hat die Hälfte meine Schwester schon mit hochgeschleppt im Auto an Gepäck. Also war das schon eine sehr wertvolle Reise, um einzuschätzen zu können, was man tatsächlich machen kann mit dem Motorrad, mit der 96. Ja. Somit würde ich jetzt diesen letzten Teil beenden. Die Suche nach dem Maiskaffee. Mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang verabschiede ich mich und sage ciao, bis zur nächsten Reise. Bis denn.